Heyho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Ja, wenn ich es mir so ansehe, geht uns unser Hut langsam wieder zur Neige. Und unser Trinken genauso. Und wir haben immer noch das Problem. Oh, hier hat einer hingekotzt. Wir haben immer noch das Problem, dass wir keine Streckbank gerade haben. Können wir dem Ding mal High Priority geben? Mechanics Workshop, aber es wurde keine Traction Bench gebaut. Ballista, Trap Components vielleicht? Nein. Other Objects? Und ja, ich habe so das Gefühl, ich brauche Chains, aber ich mache die nicht aus Iron. Metal Clothing ist es nicht. Gehen wir nochmal bei Furniture. Copper. Copper Chain. Ich glaube, man braucht zwei Chains dafür. Ja, wir haben immer noch unseren Janitor, der pray to nah. Gehen wir mal in unsere Labor rein. Und machen mal einen neuen Task auf. Der einfach nur Cleaning enthält. Cleaning und Water Hauling. Wobei, da ist Water Hauling nur noch für den. So, dann, das ist dann der Janitor. Und den will ich dann an unseren Janitor vergeben, den Job. So, dann haben wir einen, der nur das machen sollte. Gucken wir mal.
Mal sagen, noch mal 10 Charcoal-Herstellung, bitte. Asche und Pottasch haben wir gerade genug. Und ja, ich muss mal wieder Hunde freigeben zum Schlachten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Machen wir mal 15 Hunde. Und die nenne ich mal Watch in Watchdog um. So, sieht man das dann hier in unserer Liste? Also der ist jetzt ein Stray Watchdog. Aber die andere Sache sieht man nicht, was ich da, dem da jetzt genannt habe. Also das obere. So. Das heißt, ich habe jetzt zwei Watchdogs, die ich nicht aus Versehen schlachten werde. Und ja, wir können diese Brücke mal wieder runterlassen. Und hier mal wieder brauen. Ganz ehrlich, ich gucke jetzt mal kurz nach, was man für eine Traction Bench braucht. Also, ich brauche eine Chain, ein Table und ein Mechanism. Okay, gut zu wissen.
Schön, dass mir das nicht gezeigt wird. Also eine Chain haben wir schon mal. Das heißt, wir brauchen noch einen Table und einen Mechanism. So. Habe ich eigentlich schon angefangen, die Sachen in. Oh, was habt ihr alle hier draußen gemacht? Was machst du draußen? Store Item im Stockpile. Ach so. Sind vier. Eins, zwei, drei, vier. Also eins, zwei, drei, vier, fünf. Mal eins, zwei, drei, vier, fünf. Sind also 25 solche Cluster. Mal vier macht 100 Floor Grades. Okay. Rock Grade. Brauchen wir 100 Stück. Bitte. Was es zum Beispiel auch nicht gibt, ist ein. Ach, das ist rein und raus, so, ups. Ist ein eine Anzeige, ob es Outdoor oder Indoor ist. So, wie sieht's hier aus? Sollte alles fertig sein, das heißt, wir können jetzt eine Traction Bench hoffentlich in Auftrag geben. Der Auftrag wird schon mal angenommen. So, und ich wollte hier eigentlich gucken, also da ich da noch nichts sehe, machen wir Türen 10, Betten 10, Koffer und Cabinets 10. Work Orders. Work Door 10, Work Cabinet 10, Work Koffer 10 und Bett 10. So. Was macht mein Janitor so zurzeit? Hat keinen Job. Das sieht jetzt schon mal sehr interessant aus.
Wurde meine Traction Bench jetzt gebaut? Ja, da ist eine Traction Bench. Also platzieren wir die jetzt auch mal. So, jetzt kommt hoffentlich dann einer unserer Docks und kümmert sich darum. Sobald ich herausfinde, wo unsere Docks sind. Ah ja, Dock Place Interaction. Gut. Jetzt kümmert sich auch endlich ein Doc wieder um den da. Oh. Was ist jetzt mit ihr passiert? Ach, sie wurde einfach jetzt entlassen. So, wir haben wieder Fleisch. Und wir kriegen auch ganz langsam wieder Trinken. Habe ich jetzt eigentlich erlaubt, Kitchen? Also ja, die Quarrybush Leaves. Ja, ich habe erlaubt, die Seeds zu verkochen. Na dann verkocht die Seeds, die wir unnötig haben. Wir haben aber auch jetzt viel Dogmeat. Ja. Bin nach oben. Und hier cancel ich mal bitte. Weil für mich ist das Wichtigste, dass ich jetzt erstmal hier das Zeug freischaufelt. Hier läuft alles durch. Wie sehen unsere Pigtail-Stocks so aus? Cloth, aber nicht viel. Thread auch nicht. Wir haben nur viele Seeds. Okay.
Okay, der beginnt jetzt wieder zu channeln.